Ja, wir gucken mal kurz, ob wir. Das Gekrissel doch irgendwie wegkriegen. Können wir mal kurz gucken. Kurz groß machen. Filter. Guckt mal. Viel besser. Viel, viel besser. Wisst ihr was, wir machen es umgedreht. So machen wir es. So, seid ihr bereit zum Suchen? Logitech ist bekannt dafür, die Einstellungen nicht beibehalten werden. Michael von Ulrichstein, das habe ich erst jetzt heute von dir und von dem Typen bei Twitter dann gelernt. Wusste ich vorher auch nicht. So, ja, Kartoffelstärke, Kartoffelstärke! Wir werden ganz viel essen. Und ich gebe vor, ich mit Otter nach Japan gehe, die Idee kam uns eben. Ah, ja, okay. Okay. Okay, Start! So, hier ist der Counter. Oh, und es geht schon los. Oh, meine Augen. Das ist eine Ente. Das ist Katze. Die erste Katze ist gefunden. 99 sind noch über. Let's go. Katze 2. Jawoll. Ich glaube, wir gehen erstmal grob rüber. Oder gibt es eine Taktik? Da ist noch eine. Und da ist noch eine. Kinderspiel. Das wird ein Kinderspiel. Wir haben jetzt schon gleich die 90 geknackt. Die lächeln alle, die Katzen. Das ist ein bisschen... Guck mal, sind hier unten gar keine Katzen? Doch, da ist auch eine. Da ist auch eine. Okay, wir sind so gut. Ich sag's nur mal, wir werden super schnell mit dem Spiel durch sein. Da ist auch eine. Ich habe keine Ahnung, wie schwer es ist. Wie gesagt, es kostet gerade 79 Cent. Das ist eine schöne zwischendurch Beschäftigung. Darf man mitmachen? Du kannst sagen, dass du noch welche findest oder so, aber mir nicht verraten, wo, wenn ich dich danach explizit frage, weil es sonst doof ist. Wir schon gucken, wie weit ich komme. Aber 79 Cent, Kinder. Könnt ihr euch auch kurz selber kaufen? Die habt ihr über für... Guck mal, wir sind schon jetzt nur noch 83 Stück. Guck mal, die Enten, die wollen uns immer mit Enten verunsichern. Wie gesagt, das erste Mal gehe ich jetzt mal grob durch. Ja, komm! Ich wollte übrigens reinschreiben, wo sind die Muschis? Leider durfte ich das laut Twitch nicht. Und Pussys auch nicht. Deswegen sind es Mauzis geworden. Verstehe gar nicht, warum. Da unten rechts ist doch eine riesengroße Katze. Wow! Ich stehe generell auf so simple Spiele. Das ist jetzt so wie Vampire Survivors. Es ist an sich simpel von der Technik her, von der Idee her, vom Ziel. Aber die Umsetzung ist nochmal was ganz anderes. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir sind schon bei 76. Guskus Duck-Experte, denke ich, sind Gänse. Okay, wir gucken weiter. Natürlich, Katzen sind an den Fenstern. Das einzige Realistische hier dran. Dass sie die Enten nicht essen ist und Vögel nicht essen, ist nicht realistisch. Und dass sie lächeln, auch nicht. Guck mal hier. Du bist keine... What? Bin gespannt, ab wann der Punkt kommt, dass man die Musik nicht mehr hören kann. Wir sind schon bei 68, wie ich mal gesagt habe. Setz mal wieder deine Brille auf. Habt ihr schon wieder ganz viele... Ach so, ihr sagt wieder, ich bin die Bibliothekarin, ne? Ihr seid solche Assis. Ich werde das Kleid nicht mehr im Stream tragen, ihr Jochis. Zur Seite kann ich übrigens nicht. Ganz komisch auch, du kannst dich hochscrollen. Du musst mit der Maus nach unten oder oben gehen. Den Baum habt ihr bestimmt nicht erkannt so schnell.
Oh, guck mal, eine ganz dicke. Da. Easy Game. Mache ich sofort das Spiel. Okay, sind ganz schön viele. Wenn überall so viele sind, dann habe ich noch ein paar übersehen. 55, wir haben gleich die Hälfte. Sorry, Ali. Du bist doof, Bea. Da. Ich will nur mal sagen, dass ich nicht aussehe wie die Bibliothekarin aus Monster AG. Weder die eine noch die andere. Ich roch jetzt. Mauzi Maut. Mauzi Maut. Miau. Nur noch eine. Miau. Miau. Miau, miau, mau, miau. Okay, hier sind wieder super viele. Es gibt übrigens davon auch schon Teil 2. »29 nur noch. Wir haben es gleich geschafft. Danke, Automat. Was war denn? Ich habe nicht gelesen, also ich konnte nicht lesen, was du geschrieben hast, falls Automat was korrigiert hat. Okay, die richtige Abfuck wird sein am Ende, wenn eine über ist, die dann zu finden. Guck mal, hier ist die eine versteckt. Hier hinter. Hier auch? Nee. Das ist ja mega mies. Okay. Da. Und da. Und da. Krass, wie die hier welche verstecken wollen von mir, aber ist nicht. So, wir sind jetzt einmal grob durchgegangen und es fehlen nur noch 12 Katzen. Ist hier oben eine? Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal runter. Dann gehen wir nochmal von unten nach oben alles durch. Nachricht wurde geblockt. Tut mir leid. Vielleicht kannst du es umformulieren und andere Worte nehmen. So. In den Bäumen vielleicht noch irgendwo eine Katze? Hier gar keine. Bin gespannt, ob ihr jetzt eine seht. Wenn ihr jetzt eine seht, wirklich eine seht, dann schreibt rein, dass ihr eine seht, aber sagt nicht wo. Noch bin ich nicht verzweifelt. Okay. Da. Also ich habe eine gesehen. Die Katzen wegen ihres Gewichts fronten, schäm dich, Ali. Du hast eine gesehen? Hier ist auch ziemlich nackig, ne? Nicht jetzt, vorhin. Ach so. So, so, so. So, come on. Wir sind bei 11. Lass uns wenigstens unter 10 kommen. Ach, komm schon! Wo sind die Mauzis? Irgendwo seid ihr versteckt. Hier ist gar keine im Dach. Komm schon. Wir werden noch welche finden. Wir werden noch welche. Wir kommen unter 10. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter 10 kommen. Ich weiß nicht, ob wir alle finden, aber unter 10? Ja. Da. Sehr schön. Sehr schön. Noch eine Mauzi gefunden.
zu überlegen, da sitzt er sich hin, malt einfach ein Riesenbild und versteckt Katzen da drin und sagt so, ja, könnte jetzt ein Computerspiel werden. Ist einfach nur ein großes Bild mit Musik unterlegt und einer Klickanimation. Ich glaube, wir schaffen alle, glaube ich auch. Weil wir hinterlistige Katzen sind. Oder eher Kartoffeln. Katzen uns nichts anhaben können. Sind wir mal ehrlich, die meisten Katzen chillen sowieso in der Wohnung. Oh Gott, ey. Boah, dass noch keiner geschrieben hat, ich sehe eine, macht mich unsicher. Entweder ist es super schwer oder ich bin gut und hier ist wirklich keine mehr. Komm schon, unter 10. Bei dem Auto irgendwas? Nee. Ich sehe eine. Du siehst eine? Also die ist leider keine. Falls du die meintest, die eine hast du ja auch gefunden. Die eine hast du auch gefunden. Da ist noch eine. Oh, hier ist viel Schnörkel. Hier wollen die einen irritieren. Aber nicht mit uns, Kinders. Nicht mit uns. Da, oh, da, guck mal, da ist noch eine. Wir haben die unter 10 geschafft! 8 noch! 7 noch! War deine dabei, Dario? Okay, also in den Gebäuden können noch ganz viele versteckt sein. In den Zäunen und Gebäuden, wo richtig viel Schlörkelei ist, muss ich nochmal genauer gucken. Also ich weiß noch, wo eine ist, aber die findest du auch selber, denke ich. Okay, du siehst noch eine, okay. Okay, wir sind ja noch nicht durch, ich fühl's. Nee, wie gesagt, nicht hier, achso. Da ist noch eine. Nice. Da ist noch eine. Nice! Noch 5 Stück! Nur noch 5 Stück. Entschuldigung, ich wette 4. Okay, jetzt fängt schon langsam an, die Musik mir auf den Sack zu gehen. Come on. Da. Und da. Alter, noch 2 Stück. Wir schaffen das. Oha, die Häuser weiter gehen gerade den gelben Engel runter. Oha. 3 Häuser weiter gehen gerade die gelben Engel unter. Was meinst du damit? Hab eine. Ah, oh, da ist noch eine. Wir suchen nur noch eine Katze. Im Übrigen, ich hatte gestern ein Kleidchen an, weil ihr vorhin im Discord darüber so geredet habt. Ich habe heute auch ein Kleidchen an. Ich trage ab und an Kleider. Und ich habe die letzte Katze. Hier ist sie. Bam! Okay, wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? Paar Minuten? Die letzte weiß ich. ADAC-Helikopter. Ach so, oh. Nice. Ja, das war 100 Hidden Cats. Ich würde sagen, wir gehen nochmal gucken.
Ach, jetzt kommt auch nur noch diese Siegermucke. Easy haben wir das gemacht. Aber konnte ja nichts sagen. Hast ja ganz oben verpasst. Es wäre ein bisschen viel Spoiler. Ja. Nee, war gut, dass du gewartet hast. So, jetzt machen wir Folgendes. Es gibt nämlich bei Steam Hidden Cat Teil 2. Moment, ich muss gerade suchen. Okay, Hidden Cats 2 kostet automatisch mehr. Kostet 1,59. Gucken wir mal. So, wird installiert. Geil, ich freue mich drauf. Wenn du da steht ein Heli hinten auf dem Acker und Zwergi ist nicht da. Steht denn dein kleiner Sohnemann so doll auf Helikopters, ja? Hallöchen zusammen. Hallo Rabbit! Wir haben gerade Katzen gesucht und haben alle 100 Stück gefunden. Ich will nur sagen, das ist mega krass, weil wie schnell ich die gefunden habe. Ich werde mir jetzt... Hidden Cats 2... Ist am Start. Let's go. Schon installiert. Musik mache ich aus. Wir gucken uns das wieder an. Und hören wir die Musik. Moment, ich zeige euch das Spiel in... Und jetzt. Hallo Rabbit. Wir suchen Katzen. Teil 2. Ich bin gespannt. Nur Züge sind cooler. Klar. Flugzeuge, ja. Ich kenne jemanden, der auch gerne Flugzeuge guckt. Okay, Start. Ihr wisst das Ziel? 100 Katzen suchen. Dann gehen wir da runter. Okay, mehr Animation diesmal. Das ist das Spiel. Das ist das Bild. Sehr viele Katzen zu finden. Let's go! Wir gehen ganz nach unten, fangen von unten erstmal wieder grob an. Da sind wir. Hallo Katze 1 und Nummer 2 und Nummer 3 und am Auto? Irgendwo Katzi? Wir gehen die erste Runde wieder grob hoch und machen schnell, was wir sehen. Auf dem Bötchen ist kein Kätzchen, aber hier in den Steinen haben wir noch eins. Und schon haben wir die 90 geschafft. Hier sind gleich viel, viel mehr. Los! Jetzt ist aber schade, dass ich nicht, wo sind die Muschis, schreiben durfte den Titel. Okay, das ist jetzt sehr unübersichtlich mit dem Haus. Da werden wir sicher ein, zwei übersehen, aber gucken wir beim zweiten Rundgang denn. Wir haben auf jeden Fall andere Musik bei Teil 2. Finde ich nicht schlecht. Ich sehe eine! Schreib doch Nuschis. Ich sehe eine, die sitzt bei den Wäscheleinen. Bei den Wäscheleinen. Es gibt Wäscheleinen. Ihr verarscht mich, weil ihr nicht spoilern dürft. Ihr dürft doch nicht spoilern. Ey, wir sind jetzt schon bei 77, ja, let's go. Hier sind definitiv noch mehr, 100 pro. Da. Gut, wir gehen erstmal weiter hoch zur Straße.
komischer Dude auf jeden Fall. Was sind das für Leute? Er kann nur Katzen zeichnen, merke ich gerade. Menschen anscheinend nicht so. Ich habe jetzt tatsächlich gehofft, dass Teil 2 ein bisschen mehr zu bieten hat, wenn es nicht 79 Cent kostet, sondern 1,59 €. Was ist das für eine Katze, bitte, hä? Sitzt da eine Katze drin? Die wird überfahren, pass auf! Sieht mir aus wie ein Wauwau. In den Autos ist nichts drin, ne? Kann ich fast nicht glauben. Ich würde safe einen in den Auto reinstecken. Safe eine Katze. Aber egal, wir sind jetzt bei 60. Jetzt kommt wieder ein schön verwirrendes Gebäude. Und zack, haben wir die 50. Die Frau macht einfach Naruto ran. Was rennt da oben? Ich weiß nicht, was es ist. Ist nicht verarscht und nicht gespoilert. Ich kann sie hier durchs Fenster sehen. Ach, Camper. Gute Idee. Was? Druckst dir aus und nutzt es als Mandala-Grummel. Das ist, könnte man wirklich machen. Ey, ich bin so krass für das Spiel, wie ich dir mal gesagt habe. 45. Und da brauche ich jetzt gerade ein paar übersehen, aber egal. Wir gehen da erstmal grob durch, von unten nach oben. Da. So. Ihr wisst, die letzten sind immer schwieriger. Die sind am schwierigsten, wenn man schon denkt, scheiße, ich habe doch schon dreimal geguckt, hier kann keine mehr sein. 34, mein mentales Alter übrigens. Da. Was rennt denn da oben? Hör auf damit, Bär. Ich sehe eine Mieze vor der Kamera. Als ob ich den Trollen irgendwas glauben würde. Oh, die ist die süßeste bisher. Überall Miezis! Interessanter Kaktus. Ich glaube, Fenster werden öfter benutzt von Katzen, um dadurch zu gucken, als von von Menschen. Hier ist bestimmt noch eine in der Landschaft irgendwie integriert. Diese Ente sieht aus, als ob sie gerade kackt. Das ist so breitbeinig, wie die da hockt. Ja, genau wie die. Katzen nur noch. Kinders, wir haben es gleich. Kartoffeln meine ich. Ach, ich bin mein Kinders. Alter, komm schon. Wir sind jetzt noch bei 4, beim ersten Run. Das ist ja leichter als Teil 1 bisher. Okay. Wir haben jetzt Legend nur noch eine Katze über. Eine einzige. Das heißt, im Mietshaus. Achtung, Gag-Time. Wo wohnen Katzen? Oh Gott. Nope. Nicht im Mietshaus. So, wir fangen an. Legend, eine Katze fehlt uns. Eine, das hätten wir im ersten Run alle gemacht. Okay, ich guck nochmal. Eine Kochkatze. Heißt bestimmt Grummel, die Katzi. Ey, es ist ärgerlich, dass noch eine Katze fehlt.
Wenn ihr sie habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. I know it. Na. Da ist sie. Wer hat alle Katzen gefunden? Mhm. Das geht ganz schön schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Fuck. Okay. 100 Hidden Cats, Teil 2. Dann. Ich habe die Schnauze voll von Katzen. 100 Pro. Gibt es das Spiel auch noch von anderen Sachen, wenn man fies ist, gibt man jetzt die Patient zurück. 100 Hidden Frogs, Fish, Rams, Mais. Wir könnten jetzt ein kleines Schäfchen suchen. Oder ich guck mal kurz das Frogs-Ding an. Oder wir machen 100 Hidden Frogs. Ich bin für Frogs. So. Dann zeige ich euch kurz die Frösche. Und jetzt Geld zurück. Nein, das machen wir nicht. Das ist so schön gezeichnet und wir wollen die Leute mit solchen kleinen Indie-Games ja auch unterstützen. Sage ich jetzt. Nachher werde ich es zurückschicken. Ganz andere Musik. Ganz anderes Spiel. Es ist komplett anders. Ihr werdet es noch nie gespielt haben, noch nie sowas gesehen haben. Und zwar... Hundred Hidden Frogs. Auch bei... Nee, guck mal, das ist ein anderer. Anatoli Loginowski. Let's go. Wir gehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gehen wieder ganz nach unten. Let's go. 100 Frösche gilt zu suchen. Alter, den hätte ich... Sind das, okay, die sind jetzt schon arschlochmäßig hier, ne? Allein hier. Als ob ich für jeden Frosch eine Errungenschaft kriege. Ich kriege für jeden Frosch ein Achievement. Ich kriege jetzt 100 Achievements in diesem Spiel. Okay, ich glaube, wir sind hier unten soweit durch. So, wir sind bei 89. Mögt ihr Frösche? Ha, meine Ausbilder sind so witzig. Schreiben bei Teams, dass sie für den Nachmittagsunterricht die neuen Call aufmachen und nutzen dann einfach den Vormittagscall weiter mit denen, die aus Versehen noch drin geblieben sind. Und ich wundere mich, warum der geplante Nachmittagscall nicht stattfindet. Ey, das ist deren Fehler. Hab einfach frei. Nicht nur gesagt haben. So. Okay, ich finde ja schön, dass die Frösche jetzt in grün sind. Warum waren die Katzen gerade in rot? Okay, wir suchen weiter. Wir haben noch ein paar Frösche vor uns. Der chillt hier. Der chillt hier auch. Alle hier am Chillen. Okay, let's go. Wir sind jetzt schon bei 73. Pokerfrösche finde ich auch nicht schlecht. Boah, Alter. Hier, ohne Witz, das Bild ist schon hardcore jetzt damit für die Augen. Come on.
Hier sind doch bestimmt noch welche versteckt. Aber wir krasse Kartoffeln sind. Hier ist ein Fuß. Ach, das ist ein Zwerg. Okay, lol. Kriegen wir das hin? Der ist echt süß. Der auch. Ich finde geil, dass die frische Nasenlöcher haben. Schödis. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Alter, ich kriege wirklich für jedes ein Achievement. Was geht hier bitte ab in dem Spiel? Ist das auch einer? Ja. Diese Fische, die halb offen sind, was ist das denn für eine eklige... 47 nur noch. Der Chillerfrosch. Ein Krokodil. Da ist noch ein kleines Fröschlein. So, komm schon. 39. Mein mentales Alter steigt so langsam, wenn ich weiter solche Spiele spiele hier. So. Das sind never ever alle im See gewesen. Aber ist nicht schlimm. Wir gucken ja das erste Mal grob von unten nach oben. Und haben immerhin schon noch 34 zu finden. Da ist noch einer. So, jetzt hier am Land. Alter Falter. Als ob man was geschmissen hätte. So stelle ich mir das vor. Von den Zeichnungen sieht halt echt nicht aus wie Frösche. Nur 22 Stück. Verzeihung, ich meinte nur noch 20 Stück. Und damit meine ich 19, nee, 18, nee, 16. 14 meinte ich damit eigentlich. Oder doch 13? 12. 11. 11. Sieht aus eher wie ein Lurch als wie ein Frosch. Das ist kein Frosch? Lol, okay. Damit habe ich jetzt safe gerechnet, dass es ein Frosch ist. Hier die Bäume im Hintergrund sehen anders gezeichnet aus. Die sind, glaube ich, clean. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hier war so viel weiß. Gerade schon gewundert. Hier ist auch noch so viel weiß. Hier zieht sich richtig ein Streifen an Weißheit hoch. Fällt mir nicht. So, Baum, Baum, Baum. Oh nein, als ob wieder nur ein Frosch überbleibt. Wir haben wieder einen Frosch übersehen. Oh, hallo Rauchi, hi. Wir suchen gerade Frösche und Katzen. Und ich habe einen übersehen beim ersten Run. Okay, bin gespannt, ob wir den jetzt finden. Wenn ihr ihn habt, sagt im Chat Bescheid. Danke, Bär, für den Lurk. Ich wollte gerade da klicken, wo meine Maus ist, weil ich dachte, meine Maus sei ein Frosch. Naja, ich zock seit 10.30 Uhr, als der Vormittagscall zu Ende war. Also, so gesehen, habe ich mir freigenommen. Ich denke, der Frosch muss irgendwann im Bild sein. Reicht das als Tipp? Das ist ein guter Tipp. Klar reicht es als Tipp. Du musst mir ja gar keinen Tipp machen. Von daher, natürlich. Ich merke schon, auch ein kleiner Troll hier. Okay, let's go. Wir finden ihn. Wir finden den letzten Frosch. An dem wird es nicht scheitern. Ja, meine Nerven. Okay, let's go.
Frosch, komm doch her. Der Zwerg hat auch keinen Frosch, gar nicht. Bin gespannt, ob den einer von euch früher sieht als ich. Weil ich bewege ja noch das Bild so nach meiner Nase, wie ich möchte. Ist natürlich doppelt so schwer für andere Leute mitzuraten. Da! Easy! Easy! Ich sehe Pac-Man. Ja, ich sehe auch Pac-Man. Ich wollte schon ganz oft Pac-Man hier. Hier ist überall Pac-Man. Genießt die Musik. Ich hole mir kurz ein Glas Wasser. Das habe ich vergessen. Easy win. Easy. Ich feiere die Mucke. Kriegst du eigentlich für jeden gefundenen Frosch ein Achievement? Ja, kriege ich. Ich weiß nicht warum, aber habe ich bekommen. So. Wir gehen wieder rüber in die